In Annonay, einer mittelalterlichen Stadt im Süden von Lyon in Frankreich, hat Richard Belliard seine Koffer und seine Fotos abgestellt. In der Stadt der Brüder Montgolfier hat er gerade eine Galerie eröffnet, nach einer über 40-jährigen Karriere. Die begann im Sommer 1980 mit einem Konzert von The Clash und The Cure. Das veränderte sein Leben. What I take photos of, that's always my ears, choosing first. And then you realize that the people behind this music are cool people as opposed to fake, right? And if you are lucky enough to like get in front of these people and be creative, try to say, hey, hello, I've got this camera, let's do something together, please. Would you be okay? Yes, yeah, sure. That's super cool. Richard Belliards Leben ist untrennbar verbunden mit seiner doppelten Leidenschaft für die Fotografie und den Rock'n'Roll. Er ist Purist, wenn es um seine natürlich analoge Fotografie geht, von der Aufnahme bis zur Entwicklung. Literally, I work independently. I don't work for the media. I don't take photos on Monday that someone needs on Tuesday. So, why would I even bother taking this photo if I don't like the artist? No interest, like zero interest shooting people I don't like. Die Arbeiten von Richard Belliard sind in seiner Galerie in Annonay im Departement Ardèche im Rhonetal zu sehen. Mit seinen besten Aufnahmen und vielen bislang unveröffentlichten Bildern aus der Welt des Rock'n'Roll.